Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hero. Oh, und Tadl ist weg. Ich bin jetzt gerade, ja, quasi online gekommen, hab dann aber nicht anständig aufgenommen. Das heißt, ich starte hier direkt von, ja, vom Spiel selber in-game. Und ich war gerade dabei, quasi ein, ja, nachträgliches Livestream-Update zu machen, weil ich das ja nicht gemacht habe. Weil die Folge nach dem Livestream hat mich direkt ausgesetzt. Und danach die Folge war die Folge gegen den Untergrund, wo wir eigentlich überhaupt gar nichts erreicht haben. Und deswegen mache ich jetzt eben ein nachträgliches Livestream-Update, wie gesagt. Und zwar habe ich im Livestream, ich glaube, ja, zwei Spawner gesetzt in die XP-Farm. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 4. Das könnte ich eben zeigen. Hier, 1 oder 4. Die laufen auch alle, wenn eben der Schalter unten aktiviert ist. Und das hier habe ich nachher, oder? Wann habe ich das denn gebaut? Kann sein, dass ich das auch im, ja, habe ich im Livestream gemacht. Hier, ein Enchantment-Table mit Büchern drumherum. Und ich denke mal, hier kann man alles enchanten, was man will. Das sind, oder? Ja, hier würden halt noch Bücherregal hinpassen, aber ich weiß nicht, ob das noch was bringen würde. Dann habe ich gerade eben meine Spitzhacke enchantet mit Silk Touch und Unbreak noch. Und das war's. Ja. Dann bin ich außerdem im Stream gestorben. Und zwar, als ich gegen Kev gekämpft habe. Das heißt, meine komplette Thief-Rüstung ist weg. Und die ganzen Spiegel. Deswegen bin ich dabei, mir gerade neue zu machen. Ich habe ja schon meinen. Ah, nee. Ah, jetzt weiß ich, wofür ich die Level gebraucht habe. Und zwar wollte ich mir. Ups. Und zwar wollte ich mir den Rucksack hier anders nennen. Habe ich noch? Ne, habe ich nicht dabei. Egal, ich könnte die vielleicht dann doch mal wieder handschlagen und hoffen, dass mich da nichts von tötet. Wobei man da vorsichtig sein sollte, glaube ich. Ja, es wird locker reichen. Ja, wird's halt erstmal zu. Beziehungsweise auf. So, dann gebe ich dem Rucksack eben einen Namen. Und zwar soll der wieder Spiegel heißen. Spiegel. Und da kommen dann die Spiegel rein. So, die muss ich an sich auch noch umbenennen. Verdammt. Ah, ja, dann sollte ich vielleicht doch mal ein bisschen da stehen bleiben. Das heißt, ich nehme mir so eine Potion mit. Wobei diese Potions eventuell laggen sollten. Hat jedenfalls jemand in die Kommentare geschrieben. Aber könnte auch sein, dass das bei allen anderen Potions auch ist. Und ich brauche halt Potions für das hier, für die Farm. Aber wenn das mit was anderem geht, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil es gibt ja Waffen, die Flächenschaden machen. Allerdings hat man damit das Risiko, dass man selber daran stirbt, wenn da irgendein krasses Skelett spawnt, wodurch man selber Schaden bekommt, wenn man das Skelett angreift. Und das wäre nicht so schön. So, ich warte jetzt wieder ein bisschen. Ist ja zum Glück diesmal keiner da, den das verärgern könnte, wenn es leckt. Stegi ist. Ja, Stegi hat halt momentan Unterkunft, nennen wir das immer. Oh Gott. Schule, Arbeit, was auch immer. Und deswegen nicht so viel Zeit. Ich weiß nicht, ob er selber noch was aufnimmt. Für heute. Oder schon hat. Hä? Ich hab gedrückt. Oh, wohl nicht richtig. So, F3. Und zack. Na los!
So, das sollte wieder reichen für, ja, 30 Level, stimmt. Am meisten Sinn würde es ja machen, wenn ich mir hier einen Amboss hinstelle. Könnte ich das direkt verzaubern. Oder anders benennen. So, ja, egal. Spiegel kann ich mir auch selber craften. Das ist relativ einfach. Fluorin. Ja, mit Ender Pearls. Davon habe ich genug. Gold habe ich auch genug. Und Diamanten sowieso. So, 34. Auf geht's zurück. Ja. Dann ist der erste Spiegel mal zu Hause. Zu Hause. Und der zweite Spiegel. Adventure. Ups. Der Adventure-Spiegel. Hä? Oh, mein Amboss ist kaputt. Nein. Gut, dann kommt ihr mal weg hier. Mann, das ist so nervig, dass die Dinger einfach nicht kaputt gehen. Aber ich werfe die jetzt einfach mal weg. Oh, ich muss aufpassen, dass ich den nicht irgendwo platziere. Das ist auch total viel kaputte. Habe ich sonst keine mehr? So, hier habe ich noch ein Soul Shard. Genauso wie hier. Okay, ich mal zusammen. Und ich könnte mir eigentlich mal wieder eine Thief-Rüstung machen, weil ich hier verloren habe. Und Kev. Ja, hätte ich auf jeden Fall genug für, aber das mache ich dann später, wenn ich sie brauche. Denke ich mal. Ja gut, hier haben wir noch 4 Essenzen. Aber egal, ich mache mir jetzt mal keinen neuen Stab. Was ich jetzt mache, ist meine ganzen Sachen wegzutun. Ich sollte am besten anfangen, das, was ich habe, einfach direkt nach hier zu packen. Und zwar mache ich hier mal ein neues Schild für Mob Drops. Da kommt jetzt alles Mögliche an dem Zeugs hier hin. So, und dann bräuchte ich vielleicht mal einen Mülleimer, wo so Chocopedias und so reinkommen. Ja. Achso, was ich auch noch machen könnte, was mir viele geschrieben haben im Livestream, wäre die Kisten aus der XP-Farm zu holen. Aber ich muss mal gucken. Ja doch, da werden schon noch einige leer sein, glaube ich. Oder mit irgendeinem Stuff, den ich wirklich gar nicht brauche. Hier zum Beispiel, das ist gut, alles dauert so lange. Verdammt. Naja. Komm schon! Oh Gott, das dauert echt ewig. Oder gibt es da irgendwas Besseres? Gibt es irgendwas, um Kisten schnell abzubauen? Hiermit kann man die irgendwie transportieren, aber das geht auch nur bei Vanilla Chests, so wie ich das verstanden habe. Brauche ich eigentlich irgendetwas davon? Oh, Aluminium. Gravel. Ja doch, das. Hä? Das fällt runter, oder wie? Ja. Aber ich denke mal, dass man Aluminium rausbekommt. Oh Gott. Jetzt brauche ich eine Schaufel, um das abzubauen, ey. Habe ich eine? Nö. Na gut. Dann muss ich jetzt Kisten abbauen. Aber egal, ich mache das erstmal bei 2 und im nächsten Livestream kann ich dann vielleicht die anderen auch abbauen. Oh, ein Stab. Achso, der ist kaputt. Das ist schade. So. Einmal unten, ups. Und zwar kommen die Kisten dann mal direkt hier nach links. Ich hoffe mal, ich habe jetzt die richtigen Blöcke abgebaut. Ja, perfekt. Kann ich hier schon öffnen? Ah ja, das heißt, da drüber muss gar nichts frei sein.
So, hier kommen nämlich jetzt Mod Drops hin. Weil das nämlich viel mehr Sinn macht, wenn die Kiste größer ist. Wobei die gar nicht so viel größer ist. Ist überhaupt, ja doch, größer ist sie schon. Aber naja. So. Ja. Die Emerald-Dinger kann ich sowieso wegwerfen. Bringen ziemlich gar nichts. So, das sind auch Mob-Drops. Dann wollte ich Kisten für Blöcke haben. Ich denke mal, ich mache eine eigene Holzkiste. Holz und Stein. Holz und Stein und dann vielleicht einfach Erze. Holzstein, Erze. Mob Drops, das sind doch dann schon mal die wichtigsten Sachen, die man differenzieren kann. Oder? Ich weiß es nicht. Mal sehen. Und hier alles, was ich da eigentlich drin habe, ist. Das sind irgendwelche Sachen, die ich einfach nicht brauche. Hier, das alles sieht so spannend aus. Aber ich brauche es einfach nicht. So. Packe ich die Sache doch erstmal einfach irgendwo wieder rein. Hier ist viel Platz. Ja. So, du kommst weg, du kommst weg. Ja doch, die behalte ich. Dann nehme ich mir mal die beiden Dinger mit. Und... Achso, was ich sowieso machen sollte, wäre den Spiegel hier an mein Zuhause zu richten. Ups. So, hier. Gut, jetzt müsste ich halt mal irgendwie weit wegkommen. Und wie mache ich das am besten? Weil, naja. Ich könnte einfach in irgendeine Richtung fliegen. Aber ich denke mal, ich mache es am besten über die Hölle. Ups, oh Gott. So. Das heißt, ich bräuchte noch Obsidian. Aber ich habe keine Obsidian, oder? Egal, dann baue ich mir eben was ab. Flint und Steel. Oh. Ich brauche Flint und Steel. Bestimmt hier irgendwo. Ja. Okay. Achso, dann muss ich nach unten. Und zwar mich immer wieder Leute, warum ich sehen kann, was unter der Erde passiert, wenn ich mich durch den Boden decke. Und ja, ich weiß es eigentlich nicht, weil ich es schon immer konnte und nicht irgendwas dafür eingestellt habe. So, ja, das geht ja relativ schnell. Davon brauche ich jetzt 10 Stück. Oh Gott, habe ich sogar aufgesammelt. Krass. Ein Portal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch was hatte, aber ich meine, ich habe in der letzten oder vorletzten Folge schon mal geguckt und nichts gefunden. Oh, und da ist Aluminium. Oder Aluminium. Aber das ist auch wieder Gravel, glaube ich. Achso, nein, ist eine Kurbel. Okay. Dann nicht. So, dann geht's einmal in die Hölle und dann werde ich ganz weit weggehen, soweit mich der Stab treibt. Und dann baue ich mein Portal auf und verschwinde wieder. So, und okay, das passt. Ich gehe einfach mal. Hä? Achso. Oh. Ich
gehe mal in diese Richtung. Ja. Wenn es da irgendwo lang geht, ja, das tut's. Hallo! Sprinten wir gut. Habe ich eigentlich Feather Falling? Nein, habe ich nicht. Da muss ich aufpassen. Was gut an der Hölle ist, ja, dass ich durch die Skellrüstung nicht mehr an Lava sterben kann. Aber an Fallschaden könnte das immer noch passieren. Können. Wie weit bin ich schon? Also die Koordinaten müssten eigentlich... Ah ne, das sind die... Achso, das war nur in Feed the Beast wird das umgerechnet und hier nicht, oder? Ja, wahrscheinlich. Hä, oder doch? Ach, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bin schon relativ weit weg. Ja, schon. Ich meine, hier ist, glaube ich, die Mitte. Das heißt, ja, ich bin schon ziemlich weit weg. Vor allem, weil es ja durch die Hölle im Vergleich zur normalen Welt 8-mal schneller geht. Oh nein, Sackgasse. Ha, hier. Und mein Stab ist gleich kaputt. Und die Folge auch gleich zu Ende. Ein paar Blöcke schaffe ich noch, aber dann sollte ich mal ein Portal bauen. Hier vielleicht? Hier ist gut. Okay. Dann machen wir das einmal. So. Zack, zack, dann bräuchte ich jetzt mal irgendeinen Block. Und weg damit. Und so. Okay. Mal gucken, wie weit das jetzt weg ist von unserer Stadt. Oh, ein Sumpf. Wow. Oh Gott. Das ist richtig weit weg. Aber das ist gut. Hier sehe ich auch schon Türme. Diese Richtung. Aber das ist nur so ein schlechter. Oder ist er schon... Nee, der wurde noch nicht durchforscht, oder? Nee, glaube ich nicht. Hier ist auch eine Falle mit Gold unten. Gehen wir noch aus Feed the Beast. Wo ist denn das jetzt? Ah, hier. Das ist sogar ein Turm, der nach unten geht. Oh, mit ganz vielen Mobs. Nein! Oh, jetzt habe ich den Skelettspawn abgebaut. Sterbt alle! Hier. So, das war nicht gut. Naja. Mal gucken, gibt's hier Spawner? Ja. Ah, nein. Gott. Tut das nicht! Ich sehe gar nicht, wie viel Leben ich habe. Ah, mit dir. So, jetzt habe ich da schon 800 Stück drauf oder sowas. Ich sollte vielleicht auch die anderen abbauen. So, Zombie-Kopf. Und ja. Zack, schnell. Oh, geschafft. Dann werden wir hier in der nächsten Folge anknüpfen. Und irgendwann ist die XP-Farm dann komplett fertig. Okay, gut. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.